So, das Video ist mir untergekommen auf meiner Festplatte beim Zusammenräumen. Und das war vor 4 Jahren oder 6 Jahren, ich weiß noch. Es geht eigentlich nur um einen DAW Live Act, das heißt Ableton Live, als Live Act aufgesetzt im Prinzip. Der Aufbau, der hardware-seitige Aufbau wird betrachtet im Video. Das heißt, MIDI-Controller anschließen, Synthesizer anschließen, Kabel anschließen, was bei Kabeln zu achten ist und so weiter. Genau. Ein bisschen herumtratschen, ein bisschen Musik begleitet und schaut euch das an. Jo, bevor ich jetzt der Mucke da drunter lege, machen wir mal 5 oder 10 Minuten am Waschen vom Live-Act mit Mucke. Danach machen wir mit dem Video weiter, wie man das aufbauen kann, alles. Unterlegt mit einer Musik, die was wieder von einem Live-Jam kommt. Ja, und weiter. Video und jetzt. Boom.
Kopierreste dann, oder so nimmt ihr Reste über. Und gehen wir einfach mal den Mikrocontroller her, damit wir wissen, wie es dann ausschauen soll. Und dann fangen wir mit dem Verkabeln an. Vorher bringt es nichts. Das heißt, wir die Geräte hinstellen, so wie man es braucht. Dann legen wir zwei Launchpads auf. Die Grafo putzen können. So, zwei Launchpads. Wir werden noch aus Gram Sequencer, Step Sequencer, Matrix und so weiter Wertnummer. Dann ABC. Hauptsächlich jetzt magnetischen Effekte. Und da eine Matrix drauf, mit der ich die Sequenzen, was da sind, Synthesizer zuerst. Dann habe ich da meinen ersten PCR 2000, das ist für den ersten Mann. Zweite PCR 2000, die ist für den zweiten Mann. Für die Drums. Für den Drum-Sound zum Beeinflussen. Okay, jetzt brauchen wir einen Computer. Wie wir das Ganze ausstecken kann, sind die Kabellänge ungefähr. Ich stelle mir, wie das in den Case reinpackt. Gut, drin ist ein Graphcore-PC. In dem Deckel, das ist ein Bildschirm drin. Soundkarten und PC. Ich schließe mal die ganzen MIDI-Controller MIDI-mäßig an. Damit ich nicht zu viele MIDI-Geräte habe, das zu viele MIDI-Geräte, wirken sie negativ aufs Programm aus. Selbplatten, irgendwie kommt es nicht zurecht, wenn da zu viel Geräte drauf hängen. Also werde ich ein paar miteinander verbinden. Dafür brauche ich einen MIDI-Manager. Das ist ein Teil. Das Ding hat 4 Eingänge, 2 Ausgänge. Das heißt, es werden 4 Eingänge zusammengeschlossen, sind gemischt im Prinzip und nicht anpassen. Das Ding mit und alle Mikrofone, was ich habe. Dann anschließend Ausgangsseite. Ein Mikrofone angenommen, sage ich da bis jetzt 2000. Wir benutzen noch für die Synthesizer, also zum Mischen, Ansteuern und so weiter. Ich gehe rüber, da kommen dann noch mit Synthesizer. MIDI-Kabel. Ich bevorzuge einfach selber gemacht, wie ich kann, weil die Ordnung von mir ist, weil du weißt, wie die Qualität das kriegst, das ist die selber bestimmt, oder sie die Sonderkabel verwendet. 4x02 Quadrat, die ST, die Square, nennen sie die, und Vortex-Stecker. PCR 2000 hat Ausgänge, zwei Ausgänge, und das eine ist Out, da schiebt er nur die Outs raus, und das zweite ist das Room, wo es durchgeschliffen wird. Die brauchen wir nur den Out. Weil ich will Controller, Regler, Aussenden in der MIDI-Interface. Wir nutzen zwar die PCR 2000 nicht das MIDI-Interface. Erstens sind schon zwei MIDI-Interfaces von drei kaputt worden. Funktioniert nur. Super Qualität. Und zweitens, wie gesagt, ist es für die PAD, das wird im Prinzip scheiter. Okay, das Ding hat ein Out. Gehen wir auf den MIDI-Merge auf In. Das ist der erste. Der nächste. Gehen wir wieder auf Out. Also nicht auf Through, nicht auf Durchschleifbetrieb, sondern auf Out. Erstens kriegen wir einen MIDI-Loop. Und
das hängt meistens das MIDI-Interface auf. Außerdem macht es extreme MIDI-Traffic. So, bei der dritten ist ja noch unser. Dann hast du drei Eingänge. Zum Beispiel das Wasser. Der wird auch hin. Drei Kabel. Gut. Jetzt haben wir natürlich noch ein Ort. Ich nehme jetzt ein bisschen an irgendwas zum MIDI-Interface. Ich gehe jetzt bei der Soundkarte auf den Eingang. Auf den MIDI-Eingang. So, dann haben wir alle angeschlossen. Jetzt. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wir müssen die ganzen PCR 2000. Die brauchen ja nur ein MIDI-Signal von der DAW, sprich Herdplatten, damit die Regler, das sind eigentlich Dosencoder, dorthin springen und was hinspringen sollen. Das heißt, wenn das Herdplatten einschaltet, dann springen die automatisch dorthin, wo es beim letzten Setup war zum Beispiel. Oder wenn ich ein Preset ändere oder irgendwie ein Motion Sequence aufzeichne, damit die LED-Grenzen nachgehen. Das heißt, Total Control nennen sie das, glaube ich, oder so, bei Behringer. Gut, bevor wir einfach mal die erste Behringer rein. Und connecte das Kabel auf den Ausgang von meiner Soundkarte. Wie gesagt, das ist wieder mein Multiface von der Handy. Auf den Ausgang. Macht. Passt. Jetzt müssen wir das Ausgangssignal vom Multiface, vom Ableton, natürlich auf die anderen aufteilen. Jetzt kommt natürlich ein MIDI-Verteilernehmer aus Rootbox, Hogonet. Aber das Gute ist, die PCR 2000 wurde ja zwei Ausgänge. Der A und der B. Der A ist der normale Ausgang, B ist das Room oder der Ausgang 2. Ich habe die Behringer so eingestellt auf S4, glaube ich. Also Solomon 4. Da dient es als Room. Das heißt, was reinkommt, wird durchgeschliffen auf den dritten Ausgang. Das ist ganz normal eine MIDI-Drehung. Ein aus True. Gut, machen wir das mal. Das Room, das ist der Ausgang, durchgeschliffener, geht auf den Eingang von der nächsten Behringe. Und natürlich gehen wir von der Behringe wieder auf die nächste. Und hier endet das Lied im Prinzip. Ja. Somit ist die Behringe MIDI-mäßig angeschlossen. Jetzt haben wir natürlich noch das Problem. Jetzt könnt ihr natürlich jetzt da alle anderen MIDI-Controller da drüber anschließen. Geht aber nicht, weil die ganzen Neichen, die meisten Neichen MIDI-Controller wie die Flansperre oder die EPC und andere, haben nur noch USB und kein MIDI. Das heißt, ich muss die Zonen lassen oder USB an den Computer an. Und am besten ohne USB-Hub. Kein externes USB. Ja, das kann ich nur hoffen, dass der PC so weit vorbeistellt, dass das USB-Kabel anstecken kann. Schon wieder mal nicht der Fall. Das wäre schon fast zu erwarten. USB-Kabel finden. Naja. Das ist übrigens nochmal der MIDI-Merger. Das sind übrigens ein paar Stecker von Neutrik. Ich glaube, die nennen sie D-Typ, die ein paar Buchsen. Die haben alle die gleichen Abmessungen. Und da gibt es eben die verschiedensten Sachen wie im USB, XLR, HDMI, Firewire, Powercon. Und es passt nur. Drucktaster rein. We'll be right back.
Wien mit lauter so wie angereihte Stecker dran. Ganz B von der Welt und 12 Volt. Auf der anderen Seite eben angereihte Stecker und der Strom. Und das tun wir jetzt im Wheeling, in einem Heckenbauer und da was die noch an ist. Das, was man eigentlich nicht machen sollte, versicherungstechnisch, darf man, soweit ich das jetzt weiß, von meiner Versicherung, keinen Verteiler auf einen Verteiler anstecken. Das mache ich jetzt aber. In dem Fall. Weil wenn ich sonst überbleibt. Warum man das nicht machen darf, ist einfach der, wenn man da Geräte ansteckt, dann ist irgendwann einmal das Zuleitungskabel zum ersten Verteiler zu wenig dick. Das heißt, auf Deutsch ist zu viel Strom drüber. Es erhitzt sich und das ganze Kabel bauen kann man. Und das heißt, der Wohnung brennt ab und die Versicherung, den Haufen, in deiner Wohnung so siegt, wie er jetzt da ist und der Haus ist niederbrennt, dann wirst du irgendwie rechtliche Probleme kriegen oder du wirst das irgendwie nicht durchkämpfen können, dass das jetzt wirklich, naja, einfach so passiert ist. Die werden sagen, na, fetti. Hätten sie das auf einen eigenen F4-Abgang oder auf ein eigenes Steckdosen angehängt, da hätten wir einer die Versicherung gezahlt. Ausgestrahlt. Gut.
Synthesizer-Hersteller, so analoge sind. Der typische Aufbau, zwei Oszillatoren, Glide, High-Pass-Low-Pass-Filter, 24. Bioproktav, Filter-Envelope, Amp-Envelope und Oszillator 3 bzw. LFO. Distortion oder Fuss-Klumschepper. Das war schon wieder. Das ist der Roland Jupiter 8080, gut für irgendwelche polyphonen Sounds und super zum Momentan spielen. Falls man keine Presets verwendet. Wenn man Presets verwendet, ist ein bisschen scheiße, weil das sind alles analoge Potes und die drehen sie ja nicht mit oder zeigen nicht wie bei der Behringer, springen die ja nicht auf andere Presets. Wenn ihr bei der Behringer auf Presets umschaut, springen die Regeln mit, wie man sieht. Das passiert ja da nicht, wenn ihr da umschaut. Reset ändert sich nichts, außer vielleicht ein paar LEDs. Gut. Als nächstes stecke ich dir mal an auf die Soundkarten, Audioausgänge. Da Schwanenhalslampen, suchen wir sie gleich mal eine Schwanenhalslampe. Schwanenhals. Wo haben wir denn eine? Da ist eine. So, Schwanenhalslampen hat auf der einen Seite einen XLR-Stecker, vierpolig. Ein normaler Sound, XLR-Stecker ist 3-polig. Strom ist 4-polig, damit man es nicht verwechseln kann. Es gibt natürlich auch noch 5-polige und so weiter. Verwendet man für DMX. Für Lichtsteuerprotokoll, DMX. So, jetzt haben wir da LEDs drin. Mit dem beleuchte ich jetzt da unten meine Synths. Also danach sehr hilfreich. Weil meistens ist ja kein Licht da. Gut. Als nächstes, Sound. Die steht mir jetzt in Nordic 2 an. Die wird sowas wie die werde aus Drum Synthesizer missbrauchen. Thank you.
Schleifst durch und geh dann auf den nächsten Satz und dann zündest erst in die Controller rein. Weil die Controller, das sind so wichtig. Das menschliche Gehirn, das Sorgenswerte reagiert eh nicht so schnell, dass es irgendwie mitkriegt, die kleine Latenz, die da auftritt. Wir sind jetzt von der Soundkarte reingefahren, MIDI-mäßig in die Synthesizer und schleifen es through, einfach durch. Machen wir das mal. Eingang haben wir kurz noch frei. Da fahren wir mit dem Keyboard rein. Das ist übrigens ein fertiges MIDI-Kabel, Neutrik. Man sieht schon einen Unterschied von der Dicke. Das ist ein 4x2 Quadratkabel, viel stabiler. Und das ist ein fertiges Kabel. Das ist viel dünner, das ist die Hälfte ungefähr. Das heißt, die werden da 4x1 Quadrat oder 0,1 Quadrat oder 15 Quadrat haben. Also relativ dünn und natürlich auch jeder Ampere. Aber damals hat es mich einfach nicht gefreut, dass ich uns lädt. Und fahren da auf dem MIDI Out. Passt. Somit haben wir jetzt einmal das Live-Set
dafür technisch aufbauen. Was sind für Drums? Ein MIDI-Controller für Drum, Synthesizer. Der gleiche MIDI-Controller, nur mit der gleichen Grundfunktion und einem anderen Sound. Was zum Abmischen und die Effekte, Step-Sequencer und was zum Abmischen des Synthesizers dort.